Hallo und herzlich willkommen. Heute werde ich mal ganz einfache, aber ganz, ganz leckere Pasta zubereiten. Heute gibt es Spaghetti mit Salbeibutter und etwas frischem Parmesankäse. Ich benötige natürlich Nudeln dafür, heute 400 Gramm. Ich nehme hier wieder meine Lieblingsnudel. Das sind relativ dicke Spaghetti, haben aber ein wunderbares Aroma und einen wunderbaren Biss. Dann habe ich hier ein kleines Ästchen Salbei abgeschnitten, frischen Parmesan, etwas Butter. Das ist hier eine sehr gute Butter aus Italien, allerdings auch recht teuer. Man kann natürlich auch ganz normale Butter nehmen, das ist hier heute mein Luxusessen. Dann brauche ich ein bisschen Pfeffer und Salz. Dann habe ich noch eine Chilischote, das brauche ich nachher ein bisschen zum Dekorieren, und etwas grob gemahlenen Chili. Als erstes werde ich mir jetzt mal das Wasser mit Salz aufsetzen und werde die Nudeln dann da reingeben. So, das Wasser kocht jetzt. Dann können die Nudeln rein. Ja, ich habe hier so einen Dosimeter oder wie auch immer man das nennen mag. Ganz praktisch. Da habe ich mir jetzt für 4 Portionen die Nudeln reingegeben und lasse die jetzt hier schön nochmal aufkochen und dann 12 Minuten. In der Zwischenzeit werde ich mir jetzt schon mal die Butter weich machen, also in die Pfanne geben und die Salbeiblättchen damit zugeben und das dann schon alles ein bisschen vorbereiten. Die Butter gebe ich jetzt in die Pfanne. Die habe ich mir hier schon mal in so ein kleines Schälchen gemacht, weil ich die abgewogen habe. Also etwa 80 Gramm sollte man davon nehmen. Das ist dann ziemlich ausreichend. Wenn die Butter dann schön warm wird, so ein bisschen anfängt zu sprudeln, dann gebe ich auch schon meine Salbeiblätter rein. Die habe ich noch so ein bisschen klein gemacht, also nicht minimal, aber so, dass sie schön Aroma abgeben können und nicht ein großes Blatt nachher im Mund ist. Das lasse ich jetzt auf ganz kleiner Flamme so lange noch stehen oder so lange ziehen, bis die Pasta dann fertig ist. In der Zwischenzeit werde ich mir jetzt noch ein bisschen Parmesan holen. Ja, mit meinem Sparschäler mache ich mir dann hier so ein bisschen vom Parmesan ab. So dünne Streifen, das funktioniert ganz prima und das schmeckt nachher wunderbar da oben drauf. So, das war jetzt das Zeichen für die Pasta. Die ist jetzt soweit gut, die kann ausgestellt werden und abgegossen werden. So, die abgegossene Pasta kann dann hier zur Butter damit zu und das Ganze dann schön durchmischen. Dann nochmal ein bisschen mit Pfeffer und Salz abschmecken. Nochmal schön durchheben. Und dann kann angerichtet werden. Ich gebe die Nudeln hier immer in so eine schöne Schüssel mit rein. Stelle das dann auf den Tisch, beziehungsweise kann man natürlich auch einen schönen Teller gleich fertig machen. So, von der Schüssel gebe ich dann jetzt hier eine Portion auf den Teller. Dann kommt noch ein bisschen von der Chili hier außen rum. Das sieht dann immer noch ein bisschen netter aus. Das Auge isst ja mit. Dann gebe ich noch was von den frittierten kleinen Blättchen damit bei. Ja, die sehen sehr dunkel aus. Die schmecken aber lecker und schön knusprig. Dann gebe ich hier noch ein ganz kleines bisschen Chili-Pulver ringsrum, beziehungsweise grob gemahlene Chili. Dann kommt noch ein bisschen Parmesan oben drauf. Und nochmal in die Mitte ein kleines Salbeisträuchlein. So werde ich das jetzt auf den Tisch bringen. Das schmeckt wirklich hervorragend. Hat jetzt insgesamt vielleicht 20 Minuten gedauert. Und ich finde, das lohnt sich. Der Geschmack ist wirklich einzigartig lecker. Ich wünsche einen guten Appetit und vielleicht bis bald. Tschüss!